wir hatten ein erstes Forschungsprojekt hier gehabt, auch zum Thema Bewegung in Virtual Reality, also Multi-User, zusammenarbeiten in VR quasi. Mein Fokus steht aber ganz stark im XR-Bereich. Also XR ist quasi Zusammenschluss von Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality. Wirklich als Sachen erforschen kann, die es so noch nicht viel gibt, die jetzt auch in Deutschland weit jetzt, gibt es nicht viele Leute, die jetzt irgendwie da mit einer HoloLens 2 arbeiten oder mit einer Magic Leap oder sowas. Die sind hier noch gar nicht erhältlich, aber wir haben trotzdem Zugang zu diesen Devices halt. Ich bin tatsächlich ohne irgendwie ein Vorurteil nach Essen gezogen. Also ich war komplett open-minded eigentlich gewesen. Ich habe jetzt kein Bild gemacht. Also die Leute sind halt super entspannt und super cool drauf. Das ist für mich eigentlich so das Wichtigste, wenn ich irgendwie an einem Ort ziehe. Ja, ich wohne in Rüttenscheid, da bin ich auch sehr happy mit. Und ansonsten ist eigentlich so das Wichtigste auch wirklich, dass das Arbeitsklima hier dementsprechend gut ist. Und das ist auch der Fall. Ich freue mich super, im Sommer mal auf den Baldener See zu gehen. Auch das Werkschwimmbad, habe ich gehört, soll sehr, sehr cool sein. Bevor ich meine Wohnung hatte, stimmt, war ich im Gugapark gewesen, hab mir direkt eine Jahreskarte gekauft, was echt cool war. Nee, karriereleitermäßig ist es schon sehr, sehr gut hier. Insbesondere, weil ich mich halt so entfalten kann, was halt die ganzen Möglichkeiten halt angeht. Also wir haben hier sämtliche Hardware, wir haben auch wirklich kreative Arbeit, jetzt nicht irgendwie irgendwas stumpf abarbeiten oder sowas. Das Team hat mir bei der Eingewöhnung in Essen auch gut geholfen dabei.